Willkommen, willkommen. Diesmal mache ich keinen eigenen Livecast, sondern einen Livecast von unserem guten alten Freund Ulrich, den wir schon gesehen haben. Er spielt gegen Ynex, einen Zerg und ist selbst Terraner. Uwe hat sich schon extra bewusst vor dem Match Mut angetrunken. Und ich denke, das wird sehr gut. Man sieht schon an seinem Pro-Split, dass es eigentlich nur noch fantastisch werden kann. Erste Freundlichkeiten werden ausgetauscht. Not enough minerals. Und die ABMs hochgehalten. Uwe, schaust du dich erstmal auf der Karte um? Ich bin mir nicht sicher, ob ihr diese kennt. Mir persönlich ist sie fremd. Aber die 4 Xel'Naga-Türme sollten schon bald von ihm besetzt bleiben. Yes, sir. Go ahead. Da ist das erste Depot bewusst ein bisschen zu früh gebaut. Weil Uwe weiß, dass der Supply-Block der natürliche Feind des Terraners ist. Gegen Zerg muss man natürlich den Wall einsetzen. Der Six-Pool würde uns allen in unserem Skill-Level den Gar ausmachen. Jetzt natürlich die Frage, wird Uwe scouten oder wird er in der Basis bleiben zum... Nein, er bleibt in der Basis zum Bauen. Er macht einen sehr interessanten Wall-In. Er wird da bestimmt seinen Grund haben, er wird das in mehreren Spielen ausgetestet haben, was da am besten ist. Und auch hier diese beiden Baufahrzeuge sind zwingend notwendig. Für das, was gleich folgt. Erstmal der diagonale Scout, es ist immer wichtig, das Baufahrzeug am Anfang die weitestmögliche Strecke zu schicken. Im oder gegen den Uhrzeigersinn zu scouten, macht keinen Sinn. Wird auch meistens nur von Bronzespielern betrieben. Frühes Gas, das heißt, wir werden wahrscheinlich eine sehr panzerbetonte Schlacht vor uns sehen. Und ja, jetzt ist der Walling da. Die Drohne kommt und probiert ihn zu verhindern. Nein, aber jetzt macht sie Worker Harass. Mal sehen, ob Uwe damit klarkommt. Ja, perfekt abgewehrt. Klemmt sie fast schon ein und... Ah, nein, er entkommt. Er entkommt. Uwe scoutet bewusst nicht weiter die Explos. Er weiß jetzt mittlerweile, dass er da nicht ist. Das reicht ihm völlig. Nein, doch nicht. Jetzt geht's auch schon weiter. Man sieht, ich sitze ja direkt neben Uwe. Ich kann ihn unmittelbar beeinflussen mit meinem Cast. Es handelt sich sozusagen um ein quantenmechanisches System, was ich mit dem Cast beeinflussen kann. Ja, Uwe geht jetzt bewusst schon auf über 220 Mineralien. Er hat nämlich doch vor, auf die Early Expo zu gehen. Das wissen viele ja gar nicht. Der Gasstil, dem Zerg war durchaus das schwere Panzerspiel von Uwe bewusst. Und Uwe hat erfolgreich gescoutet, was er immer darin bekundet, dass er beim Baufahrzeug unmotiviert verliert. Ihm wird die Early Expo schon aufgefallen sein. Das heißt, da wird auch keine Aggression zu befürchten sein von Zergs Seite. Und ich nehme auch an, dass jetzt nur noch Turex Aggression folgen kann von Uwe. Da ist auch schon das Baufahrzeug für den Bunker. Na, doch nicht. Das Tech Lab ist schon lange fertig, wird auch intensiv genutzt für Marauder Slow, für den einen Marauder. Und die Baufahrzeugproduktion hält sich momentan noch sehr gut. Zweite Kaserne bekommt den obligatorischen Reaktor. Wird doch ein schwer auf Bio spezialisiertes Spiel geben. Das Maschinendock leider ungenutzt wegen des mangelnden Gases. Das wird jetzt aufgeholt. Mineralien steigen dementsprechend an. Keine weitere. Ah ja, da wird schon. Nein, doch nicht. Marauder Slow ist abgeschlossen. Was folgt jetzt? Folgt Stimpak, folgt Marine oder folgt das Waffenupgrade 1? Auswahl über Auswahl. Und es wird nichts von alledem. Doch, es wird das Stimpak. Jetzt wird auch das Gas voll besetzt. Zerg jetzt schon seit längerem auf zwei Basen. Wird er auf eventuelle Medivac-Support warten? Nein, Fabrik ist noch nicht im Bau. Das würde zu lange dauern.
Wegpunkte hinter der Armee her. Ein probates Mittel wäre immer, mehrere Wegpunkte auf die einzelnen Leute zu setzen, damit die nicht verloren gehen, wenn sie sterben. Aber Uwe hat nicht vor, auch nur eine einzige Person in dieser folgenden Schlacht zu opfern. Der Spähtrupp findet, ohne feindliche Aggression, den Weg zum ersten Turm, der auch nicht durch einen Zergling besetzt ist. Das heißt, das GG kann eigentlich noch Minuten entfernt sein. Nur wessen GG? Das wird sich gleich zeigen. Makro geht natürlich vor die Hunde in dieser intensiven Situation. Alle Kasernen stehen still. Und da kommt auch noch der Supply Block. Die Marines und Marauders gefährlich nahe im Creep werden natürlich gesehen vom Zerg. Stimpak immer noch nicht durch, sollte aber gleich fertig sein. Uwe hat auch vor, darauf zu warten. Und es ist in dem Moment fertig. Waffenupgrade 1, auch nur noch Sekunden vor Fertigstellung. Aber Uwe wartet nicht. Uwe macht Nägel mit Köpfen. Da kommt natürlich der Feind eines jeden. Bioballs, die Banelings, wird er es mit einem Stimpak Micro managen können? Die Antwort ist nein. Doch, die Marauder sind stark genug gepanzert. Jedoch, leider, kann man das nicht knacken. Waffenupgrade 1 ist jetzt auch fertig. Jede Menge Mineralien, jede Menge Gas. Expo oder Fabrik, was wird folgen? Die Fabrik für den Medivac-Support. Und Supply muss man sich momentan keine Gedanken machen, da ein Großteil der Flotte leider ins Gras beißen musste. In den Creep vielmehr. Der Xel'Naga-Turm ist jetzt wieder besetzt. Und man sieht nicht viel. Angst ist natürlich auch immer ein großer Faktor, der auch in Uwes Spiel mitschwingt. Schilde für Marines sind jetzt fertig. Mit den Upgrades sieht das sehr gut aus. Expo ist jetzt auch am Laufen. Aber die Baufahrzeugproduktion bleibt leider in all diesem Trubel etwas hängen. Uwe hadert noch mit seinem Schicksal. Wann soll der nächste Push erfolgen? Baut man erst noch den Starport? Wartet man auf Medivacs? Oder geht man raus? All diese Timings von Profis wohlbekannt. Für uns immer wieder eher eine Sache von spontaner Entscheidung. Medivacs kommen jetzt raus. Uwe verzichtet auf den Reaktor, da er sich nicht mal das eine Medivac eben gerade leisten konnte. Supply sieht sehr gut aus. Schon fast Überproduktion von Supply Depots. Verzichtet hier auch bewusst auf das Mainharding. Hat sich da Gedanken drüber gemacht. Zieht jetzt aber doch 4 ab. Baut 2 Gas. Kann man sich drüber streiten bei 500 Gas. Aber er wird da schon immer noch auf die Panzer im Late Game hoffen. Da ist das erste Medivac draußen. Doch wie wird er gegen die Banelings sich behaupten können? Der Creep schreitet unbarmherzig fort. Jeder dieser Xel'Naga-Türme sollte besetzt sein, ist er aber nicht. Und da sind Infestoren. Wird er sie mit Stim besiegen können? Nein, vorher kommt der Fangel, aber die Infestoren nicht sehr schön. Aber ausreichend.
kommt der nachfolgende Scan. Nein, da fehlen leider die entsprechenden Hotkeys. Und das war's wieder mit diesem Push. Aber die Produktion geht friedlich weiter. Baufahrzeuge fallen leider schwer zurück in der Produktion an der Expo und in der Main. Die drei Kasernen werden natürlich intensiv genutzt für Arbeiterproduktion, Militärproduktion. Aber ob drei Kasernen genug sind, ein Overlord betrachtet friedlich die Situation vom Rand aus. Und mit der Werkstatt werden dann auch die weiteren Upgrades möglich sein. Supply 50 von 100 durch die eben gerade stattgefundene Schlacht leider. Deutlich runtergegangen. Der Zerg setzt sein Creep-Thread fort. Weiß offensichtlich, was er tut. Und so langsam entgleiten die Mineralien und Gas wieder in Dagobert Duck-Gefilde. Da rückt der Zerg auch schon... Nein, der Zerg setzt da Creep-Tumore, die man kurz auf der Minimap sieht. Und gleich auch wieder verschwinden, um den Creep-Spread unerbittlich voranzutreiben. Da kommen die Panzer, von denen ich gleich am Anfang gesprochen habe. Nur was wird Uwe gegen den Creep-Spread unternehmen? Ein gezielter Scan könnte da natürlich die vier aktiven Creep-Tumore rausnehmen. Andererseits läuft man Gefahr, dass sich die ganze Zeit Investoren unter einem befinden. Ein wenig Ruhe vor der Schlacht. Der Xel'Naga-Turm ist leider aufgegeben worden. Supply ist jetzt wieder auf 91 von 102. Und es folgt die dritte Expansion. Nein, die zweite. Creep wird weiter vorangetrieben. Und ein Reaper mit dem Mix. Der eine Reaper, das ist das sichere Zeichen, dass Uwe spielt, der ist sehr wichtig. Er wird dem Zerg noch einiges an Kopfzerbrechen bereiten innerhalb der nächsten Minuten. Und hier fängt er natürlich schön den Drohnentransfer ab. Verzichtet hier bewusst darauf, irgendeine Art von Switch zu machen. Und verliert infolgedessen natürlich mit dem Hotpick Achievement fast keine einzigen seiner Einheiten, außer diejenigen, die im Medivac sitzen. Also alle. So, Bleiblock ist wieder kein Problem. Die zweite Expo ist in dieser Stresssituation natürlich vergessen. Wobei es sicherlich gut tun würde, die arbeitslosen Baufahrzeuge aus der Main in die jeweiligen Expos zu schieben. Nun ja, wir sehen, dass der Zerg sehr Infestor-lastig ist, sehr Baneling-lastig, ist bestens gewappnet gegen Bio. Und
Uwe hat immer noch nichts an Detektion an seinem Eingang. Sehr langes Spiel. Schon 20 Minuten. Gott sei Dank habe ich Wein und Erdnüsse. Lüft ihm den Panzer auf den gefährlichen Low Ground. Der Panzer möchte das natürlich verhindern. Uwe baut jetzt auch die Vikings, um im Tiefflug die Infestoren zu zerstören. Nein, geht natürlich bewusst auf Overlord-Jagd. Dagegen wird ihm der Zerg momentan nichts entgegenzusetzen haben. Das Supply Depot wäre auch zu einfach, das zu lauern. Nein, da wird direkt das Medivac bemüht. Keine Übersicht mehr über die Karte, aber das ist dem Terraner eigen, dass er auch ohne Sicht gut turteln kann. Was wird aus diesem Kommandozentrum? Wird es ein Kommandozentrum oder eine planetare Festung? Es bleibt eine jungfreundliche. Ein Nidus Room, aber nicht in der unmittelbaren Umgebung. Während die Vikings einen stummen Tod sterben. Nein. Der Zerg mittlerweile auf mindestens 4 Basen. Macht ihn ein wenig nervös. Mit diversen Nidus-Würmern. Schön gecancelt, den Spinecrawler. Und noch rechtzeitig vor Infestoren wieder geflohen. Creep mittlerweile auf fast der gesamten Map. Man könnte meinen, derjenige probiert noch einen Thunder Monday zu spielen, bei dem er nur auf Creep attackieren darf. Creep mittlerweile bis an die Basisgrenze von Uwe heran. Uwe bleibt cool. Und da kommt der Zerg und macht sich über ihn lustig, versucht Supply abzubauen. Immer ein schlechtes Zeichen und ein offensichtliches Zeichen für die herannahenden Bloodlords, für die der Supply benötigt wird. Man könnte in dieser Situation meinen, der Zerg sei ihm hoffnungslos überlegen. Aber ich habe Uwe schon spielen sehen. Da reißt das oft wieder rum. Wie genau, kann ich mich zum Einzelnen auch nicht mehr dran erinnern. Zum Bleiblock wirkt er wieder gut entgegen. Nein, das ist doch nicht für die Bloodlords. Das ist für die Ultralisten. Schöner Angriff, sehr schöner Angriff. Aber leider geht das Makro wieder flöten. 5000 Mineralien mittlerweile, 1500 Gas. Und was wir alle nicht geglaubt hatten, der Zerg kann dieser Truppe nichts entgegensetzen. Da kommt der Trupp, um Uwes Einheiten abzuholen. Und die Medivacs schaffen es leider nicht mehr heraus. Add-on complete. Somebody, get me out of this mess. Uwe will jetzt scheinbar aktiv gegen Creep vorgehen. Somebody, get me out of this mess. Dann baut jede Menge Marauder, die natürlich ideal sind. Gegen die Ultralisten. Wegen zusätzlicher Schaden gegen Panzerungen. Fast schon 30 Minuten im Spiel.
Da kommt der Zerg wieder mit Supply-Auflösung. Additional supply depots required. Kaboom, baby! Arm and ready. Tja, Supply könnte hierbei auch sein Problem werden. Aber der Zerg nutzt es, um den Gegenschlag auszuführen. Jede Menge Queens für Transfuse, für die Ultralisken. Die sich hinter dem Gebüsch versteckt halten. Aber Ultralisken gegen Panzer und Marauder, keine gute Kombination, merkt er auch. Man sieht natürlich die gesamte Einheitenflotte über dem Creep. Uwe legt mit seinem Harassment los. Das funktioniert auch sehr gut. Zerg probiert mit Nidus Würmern hinterher zu kommen. Sieht zum ersten Mal das vollständige Zerggebiet. Muss hier aufpassen vor Fungal Growth. Additional supply depots required. Additional supply depots required. Raiden steht leider ungenutzt in der Ecke. Könnte genutzt werden für Creep-Detektion. Additional supply depots required. Einheiten werden leider nicht geheilt. Medivac zu weit entfernt. Und mit zu weit entfernt meinte ich im Himmel. 137er Supply Block. Und dem wird der Zerg nicht allzu lange tatenlos zusehen. Königin suchen ihren ehemaligen Heilungskandidaten. Uwe verzichtet auf Stim. Und da kommt der Fungo, der dem Ganzen leider ein Ende bereitet. Zerg verzichtet immer noch auf einen kompletten Angriff. Weiß, wie zerbrechlich seine Einheiten sind. Während deine armen Vikings in die Zerghorden geführt werden. Mineral Field depleted. You want a piece of me, boy? Bannon! Oh, it's on. Go ahead. Go, go, go! Gangway, coming through. Our SCVs are under attack. Ein ungleicher Kampf. Doch der Ultralisk gibt auf, weiß, dass er gegen das Baufahrzeug keine Chance hat. Uwe lockt immer wieder in die Panzerränge und bringt ihn jetzt zu einem vollen Commitment, woraufhin er natürlich alle Ultralisk verliert. Der Ultralisk Drop mit Creep Spread. Wo ist der Raven, um diesen Creep wieder zu verhindern? 35 Baufahrzeuge arbeitslos.
You scared me. Und meine Festplatte bricht langsam wieder zusammen unter den mittlerweile 35 Minuten Aufnahme, während Uwes Hotkey-Beherrschung ebenfalls langsam zusammenbricht. Immer noch 28 arbeitslose Baufahrzeuge, um die sich jetzt aber gekümmert wird. Immer noch wunderbarer Creep-Spread in seiner Main. Hier muss man natürlich vorsichtig sein, dass man nicht seine eigenen Einheiten wegbombt, sobald Creep unter einem ist. Man diesen scannt. Es sieht nach einem weiteren... Oh, da kommen die Ultralisten schon auf die Expansion. Haben ein Festmahl. Der Repair ist leider nicht ausreichend. Und nun folgt auch endlich die Vernichtung des letzten Creeps. Zwei Vikings werden zum Scout der riesigen Ultralisten und Infester Flotte genutzt. Ich kann mich nur für die Lags entschuldigen. Da kommt der Drop und er möchte natürlich keine Ultralisten davon verlieren. Fungelt dementsprechend die Angreifer. Die dritte Expo, die mittlerweile nur noch die zweite ist, liegt leider völlig brach. Die 16 Baufahrzeuge wollen natürlich aus Angst nicht darüber wandern. Würde ihr sicheren Tod bedeuten. Zerg sammelt sich wieder vor der Hauptbasis, um zum finalen Schlag auszuführen. Langsamer Creep Spread. Die neue Expo wird jetzt auch vernichtet. Brennt leider. Nein, konnte noch rechtzeitig repariert werden. Kurze Pausen zum Innehalten. Hier muss man sich wieder vor den Infestoren nachlegen. Uwe Pürsch sich deswegen nur vorsichtig voran ins violette Wandland des Zergs. Da scheint der nächste Drop anzurücken. Oder ist es nur ein Scout? Nein, es ist ein Drop. Aber einer, der kaum was bringt. Go ahead. Command. Awaiting orders. Order accepted. This vessel will comply. Uwe rennt direkt in die Armee, schaut aber nicht genau hin und verliert infolgedessen leider Gottes seinen kleinen Eingriffstrupp. Handel zu mächtig gegen Bio. Wenigstens der Raven schafft es heraus. Wir nähern uns der Dreiviertelstunde. Aber in StarCraft-Zeit, wissen wir ja, ist das Ganze nur ein Faktor Dreiviertel. Das heißt, ungefähr 35 Minuten. Ein schöner Doom-Drop. Fast schon wie Brute-War-Zeiten.
ohne irgendwas auszuladen. Nein, da kommen die Investoren. Die sich aber selbst dafür unsicher, was sie überhaupt machen wollen. Hat scheinbar auch nicht so richtig mit den Panzern gerechnet. Wurm, der auch direkt in der Reichweite der Panzer immer wieder gebaut wird. Doch nun in einer Ecke, in der Panzer nicht hinkommen. Und alle Bemühungen, diesen einen Nidus-Wurm zu verhindern, helfen. Um das Schicksal wenigstens etwas abzuwenden, während weiter Truppen sich formieren um den Xel'Naga-Turm. Und hier hat er es geschafft. Und übrigens gibt das GG nach fast 45 Minuten. Doch wie wird er gewählt werden? Er bleibt in Gold! Und ist auch etwas angestrengt. Aber er ist auf Rang 100. Schauen wir mal, was Ynex für einer war. Ebenfalls Gold. Allerdings auf Rang 27 mit 2 Wins. Ja, das war das längste Spiel, was ich bisher casten durfte. Ich nehme an, es hatte seine Längen. Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß. Bis zum nächsten Mal.